Hallo zusammen, in diesem Video soll es um die potenzielle Energie im elektrischen Feld gehen. Aber bevor wir da einsteigen, schauen wir uns nochmal das Ganze im Schwerefeld an, im Gravitationsfeld. Wir hatten ja schon gesehen, dass die Formeln für die elektrostatische Kraft und für die Gravitationskraft sich sehr ähnlich sehen. Und das könnte ja heißen, dass es da auch bei der potenziellen Energie viele Parallelen gibt. Also deshalb starten wir nochmal mit der Mechanik. Um die potenzielle Energie zu bestimmen, brauchten wir da auf jeden Fall eine Referenzfläche. Also am einfachsten ist natürlich, wenn wir sagen, okay, das ist jetzt die Oberfläche der Erde oder irgendeine Arbeitsfläche, die sich in der Nähe der Oberfläche der Erde befindet. Das heißt, dass die Erdbeschleunigung g, diese Erdbeschleunigung g, auf jeden Fall im Bereich von 9,81 Meter pro Sekundenquadrat liegen soll. Dass wir uns also nicht so weit oberhalb der Erdoberfläche befinden, dass das g einen gänzlich anderen Wert hat. Und dass wir uns auch nicht auf einem anderen Planeten befinden, wo die Gravitationsbeschleunigung ganz anders ist. Aber theoretisch gibt es natürlich überall eine potenzielle Energie, wo es ein Schwerefeld gibt. Also wir bleiben hier auf der Erde und irgendwo über dieser Fläche gibt es ein Objekt mit der Masse m. Das wird da gehalten. Und das Objekt mit der Masse m, das hat dann eine gewisse Höhe h über dieser Fläche. Die Schwerkraft soll das Objekt mit der Masse m hier so nach unten ziehen. Ja, und die potenzielle Energie dieses Objektes hier, das kennen wir ja. Die potenzielle Energie war dann gegeben als Produkt aus der Masse m des Objekts, aus dieser Erdbeschleunigung und aus der Höhe, in der sich dieses Objekt befand. Es war also eine lageabhängige Größe. Und das könnte man auch schreiben als Masse mal Erdbeschleunigung. Das war ja gerade die Gewichtskraft. Das ist ja gerade das, was wir spüren, wenn wir hier einen Gegenstand aufheben oder halten. Dann spüren wir diese Gewichtskraft, Masse mal Erdbeschleunigung. Und die potenzielle Energie ist diese Kraft mal der Höhe. Beobachten kann ich diese potenzielle Energie, wenn wir das Objekt hier loslassen. Das wird nach unten zu immer schneller werden und wird irgendwann mal hier unten aufkrachen. Aber kurz bevor es aufprallt, dann hat es seine gesamte potenzielle Energie in kinetische Energie umgewandelt. Und das waren ja immer die beliebten Aufgaben. Wie schnell ist das Teilchen beim Aufprallen? Und da sage ich, okay, meine kinetische Energie, 1/2 mv² ist gleich das, was ursprünglich mal als potenzielle Energie hier drin war, nämlich m mal g mal h. Die Aufgaben, glaube ich, haben wir alle schon zuhauf im Physikunterricht gelöst. Wie kam diese potenzielle Energie überhaupt in das Objekt hinein? Das wäre dann der umgekehrte Weg, dass wir hier unten starten, also das Objekt liegt hier unten, und dann versuchen wir das einfach hochzuheben. Und beim Hochheben brauchen wir nämlich genau diese Gewichtskraft hier, die müssen wir hier aufwenden, um das Teilchen hochzuheben. Eigentlich ein bisschen mehr, ja, um das Teilchen überhaupt nach oben zu beschleunigen, müssen wir ein bisschen mehr Kraft aufwenden, als die Gewichtskraft ist. Aber das bisschen ignorieren wir mal, wir sagen mal, wir heben das auf mit der Gewichtskraft und wir transportieren das, diese Arbeit, die wir da aufwenden, das war ja gerade mal Kraft mal Weg. Kraft mal Weg. Und die Kraft, das wäre nun gerade diese Gewichtskraft, die wir hier aufwenden, und der Weg, das ist natürlich die Höhe h. Also die Arbeit, die wir aufwenden müssen, um das Teilchen von hier unten nach hoch zu transportieren, das ist nun gerade die potenzielle Energie, die da oben auch dann in dem Objekt gespeichert bleibt. Diese Arbeit hier, die wir da aufwenden, die ist nicht verloren, die bleibt hier drin gespeichert und die wird dann freigesetzt, wenn ich dieses Objekt hier loslasse und das Ganze dann beschleunigt hier auf die Erde zurast. Wichtig ist noch zu verstehen, dass die potenzielle Energie eine relative Größe ist. Die hängt ja von dieser Höhe h ab. Und h ist nun gerade die Entfernung, über die ich dieses Teilchen hier anhebe. Ich kann das ja anheben von einem Tisch aus oder ich kann das anheben vom Boden aus. Entscheidend ist, um welche Höhe hebe ich das an. Und das gibt mir den Betrag der potenziellen Energie, die dann in diesem Teilchen hier gespeichert ist und die bei einem Absturz auch wieder freigesetzt werden kann. Also egal, ob ich jetzt bei minus 5 Metern hier starte oder bei plus 10 Metern Höhe, es gibt keine
absolute potenzielle Energie. Es gibt nur eine potenzielle Energie, die sich auf eine bestimmte Ausgangsposition bezieht. Sehr ähnlich ist das jetzt alles bei dem elektrischen Feld. Auch da wollen wir mal hier so eine Annahme machen wie da oben, dass wir sagen, wir nehmen ein homogenes Feld, also ein elektrisches Feld, was sehr gleichmäßig sein soll. Was erzeugt mir denn ein gleichmäßiges elektrisches Feld? Zum Beispiel so eine sehr, sehr große Leiterplatte. Also theoretisch sollte die unendlich lang sein und gleichmäßig geladen. Laden wir sie mal positiv. Unendlich lang nach links und rechts und auch nach vorne und hinten. Also wirklich eine nach allen Richtungen unendlich große Platte. Die erzeugt mir ein völlig gleichmäßiges elektrisches Feld. Das heißt, mein elektrischer Feldvektor ist hier in der Nähe der Platte genauso groß wie weit oben. Und nach links und rechts gibt es auch immer dieselben Feldvektoren. Also wirklich 100% gleiches elektrisches Feld. Ich werde es auch bald zwei Videos darüber geben. Die Rechnung ist ein bisschen kompliziert. Das Ergebnis ist einfach. Also so ein elektrisches Feld wollen wir jetzt erstmal anschauen. Schön gleichmäßig. Und das, was bei der Gravitation die Masse war, das ist natürlich jetzt in unserem Fall hier die Ladung. Das heißt, wir bringen ein Objekt rein und da interessiert uns in erster Linie die Ladung, die dieses Objekt trägt. Und die Ladung, groß Q, die soll hier sein, sagen wir mal, eine positive Ladung von 2 Coulomb. Und dieses Objekt mit dieser Ladung, die wollen wir jetzt entgegen der Feldrichtung transportieren, in dieser Richtung. Die Feldlinien zeigen hier von den positiven Ladungen weg, das heißt die Kraft auf eine positive Ladung, die geht nach oben. Also hier wäre die elektrostatische Kraft und die ist ja gegeben durch die Feldstärke mal der Ladung. Das war der Betrag. Wenn wir die Kraft jetzt hier ausrechnen wollen, müssen wir also auch nochmal nachschauen, wie groß die Feldstärke hier ist. Mal sagen wir einfach die Feldstärke, E, das soll gerade mal, sagen wir, 5 Newton pro Coulomb sein. Und das heißt dann, wenn wir es einsetzen, also 5 Newton pro Coulomb, 2 Coulomb soll die Ladung sein, dann beträgt die Kraft, mit der dieses Objekt hier nach oben gedrückt wird von dem Feld, diese Kraft beträgt gerade 10 Newton. Und dann wollen wir das mal nach unten verschieben, also nach unten müssen wir dann auch gerade diese Kraft Fe aufwenden. Und die Strecke, die wir das verschieben wollen, wenn wir das bis hierhin gehen wollen, dann sagen wir, das sind 3 Meter. Wir wollen das Ganze um 3 Meter nach unten verschieben. Dann leisten wir also wieder eine Arbeit. Die Arbeit wäre gerade diese Kraft Fe, die wir da brauchen zum Verschieben. Und mal die 3 Meter hier, mal der Weg. Und das sind dann 10 Newton mal 3 Meter und das sind also 30 Newtonmeter und das ist dasselbe wie 30 Joule. Das ist also die Arbeit, die wir reinstecken müssen, um dieses geladene Teilchen von dieser Position 1 hier in die Position 2 zu verschieben. Wie im oberen Fall, wie bei der Schwerkraft, ist diese Arbeit aber nicht verschwunden, sondern die ist hier drin gespeichert, die ist hier drin als potenzielle Energie gespeichert. Also wir können sagen, wir haben hier die potenzielle Energie in diesem Objekt erhöht und die potenzielle Energie, die wir dazu getan haben, aus Position 2 in Bezug auf die Position 1, diese potenzielle Energie, das sind die 30 Joule. Das ist also die potenzielle Energie, die hier dazugekommen ist. Und genau wie im Fall der Schwerkraft kann ich diese potenzielle Energie auch wieder freisetzen, indem ich dieses Objekt hier einfach loslasse. Dann wird es vom Feld in diese Richtung hier getrieben werden und käme mit einer gewissen Geschwindigkeit in der Position 1 an. Und die Geschwindigkeit in der Position 1, die ergibt sich dann daraus, dass wir sagen, auf dem Weg von 2 nach 1 hat dieses Teilchen seine potenzielle Energie in kinetische Energie umgewandelt. Das heißt, die kinetische Energie im Punkt 1, 1/2 mv², also die Geschwindigkeit im Punkt 1, die ist dann gerade die potenzielle Energie, die ich hier im Punkt 2 hatte, bezogen auf den Punkt 1. Dieser Betrag der potenziellen Energie, der wurde umgewandelt und der gibt mir dann die kinetische Energie im Punkt 1. Und wenn wir da wieder die Zahlen einsetzen, da brauchen wir dann doch die Masse. Ja,
geben wir dem Objekt hier mal die Masse von 1 Kilogramm. Dann hätten wir ein halb, die Masse lassen wir gleich weg, das eine Kilogramm, das lassen wir gleich weg. Ein halb V1 Quadrat ist dann gerade mal die Epoch, diese 30 Joule hier. Und das heißt, V1 Quadrat ist gleich 60 und V1 wäre dann die Wurzel aus 60, also 7,7 und noch was Meter pro Sekunde. Das wäre die Geschwindigkeit, mit der hier dieses geladene Objekt dann durch die Position 1 durchrauschen würde, wenn wir das hier loslassen würden. Also auch hier ist uns wieder klar, dass die potenzielle Energie eine relative Größe ist. Die potenzielle Energie des Objekts in dieser Position 1 ist ja nicht gleich 0. Da hat es ja schon eine potenzielle Energie. Denn was ich hier berechnet habe, ist, dass ich sage, ich habe durch das Verschieben diesem Objekt hier eine zusätzliche potenzielle Energie gegeben. Und ich habe diese zusätzliche potenzielle Energie wieder freigesetzt, indem ich das Teilchen hier losgelassen habe. Und nach dem Loslassen hat das elektrische Feld dann mein Objekt beschleunigt. Und zwar genau so beschleunigt, dass das Objekt nach dem Durchlaufen der Position 1 diese Geschwindigkeit von 7,7 Meter pro Sekunde hatte. Und diese 7,7 Meter pro Sekunde, die entsprechen gerade einer kinetischen Energie, die der potenziellen Energie gleich ist, die ich dem Objekt durch das Verschieben im elektrischen Feld gegeben hatte. Ja, das ist eigentlich alles, was wir jetzt zum Einstieg hier sagen könnten. Im nächsten Video schauen wir uns mal eine etwas kompliziertere Situation an, dass wir nicht so ein schönes homogenes Feld haben, sondern wir schauen uns mal an, wie die potenzielle Energie in einem inhomogenen Feld berechnet wird.